Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 13 von City Skylines. Ja, sind wir wieder drin in unserem Spiel. Der Michael hatte mir letztens geschrieben, dass wir doch auf einer Landzunge hier, und ich denke, er meint diese hier, Müllverbrennungsanlage und Mülldeponie hinmachen sollen, weil das vielleicht Sinn macht. Ja, erst habe ich gedacht, ich mache immer an der Küstenhäuser, aber hier ist es wirklich so, dass es wirklich dann doch Sinn macht wegen der Autobahn. Da ist es ja doch nicht so schön wohnen. Da und hier denke ich Industriegebiet. Hier hat man ja sowieso schon Kommerz gesagt und hier vielleicht an den Rändern, ja, ich glaube auch nur an diesem Rand, Wohnhäuser. Hier kann es dann mit Industrie bzw. Kommerz auch sein, weil hier das dreckige Wasser auch ist. Gut, okay, vielleicht werden wir auch irgendwann das dreckige Wasser umbauen, müssen wir mal schauen. Wir hatten letztes Mal dieses hier noch angeschlossen. Andere Gebiete sind ja auch schon zum Erschließen eingegeben. Wenn wir das machen, sehen wir das ja. Wunderbar. Ich denke, wir könnten da jetzt noch ein paar Straßen basteln. Hier zum Beispiel legen wir mal los, denke ich. Und machen wir mal hier so lang, oder? Ja, so. Ja, dann machen wir erst ein bisschen den Bogen nach da, um dann den Bogen nach da zu spannen. Ne? Das wird viel zu viel. Ja, dann würde ich sagen, so ungefähr und dann gerade da rein, ne? Das macht doch einen guten Eindruck, oder? Gut, dann haben wir die Straße schon fertig. Ach, hier oben hatten wir ja auch sowas gelassen. Dann machen wir das gleiche da. Ja, aber das will nicht so, wie ich will. Okay, dann da auch so. Na, das gefällt mir jetzt nicht so ganz. Dann so und dran. Passt. Und ja, dann glaube ich, machen wir das hier so, ne? Oder? Das war, glaube ich, nicht passend. Machen wir ein bisschen dahin. Der rastet da an der Stelle schlecht ein, wo ich haben will eigentlich. Ach, geht auch da, oder? Sieht doch gut aus, oder? Gut, hier. Nee, da geht's nicht. Da muss die Straße versetzt dann sein eigentlich, oder? Oder so. So, und dann. Ja, muss schon so jetzt, ne? Haben wir schon verbaut. Gut, egal, passt. So ungefähr, oder? Sieht gut aus. So, er will immer dann da weiter ran machen. Dann glaube ich hier so lang. Ein bisschen gebogen vielleicht. So. Das ist gut. Dann nochmal weg. Hier so rüber. Ich glaube ja. Na. Dann will er nicht so richtig einrasten, ne? So, ich hätte gern so eine Kurve, ne? Dann macht er gar nicht. Na dann so und fertig. So, da ist schon wieder Wohngebiet in dem Sinne. Von da vielleicht nach da oben. Ne, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. So ist schon okay. Ja. Dann vielleicht. Ne, dann machen wir das anders. Dann machen wir erst hier eine hin. So. Ich glaube, bis da und dann darum. Will er nicht so richtig, ne? So. Das ist gut, das gefällt mir. Jetzt ist die Frage, verbinden wir die darüber oder nicht? Ja, ich doch. Machen wir. So mehr. Ah, gut ist. Muss auch mal ein richtiger Knick in der Straße sein, oder? Okay, das gefällt mir auch. Da ist diese Seite Kommerz und diese auch, denke ich mal. Und der Rest, das machen wir mal hier mit. Markieren wir mal hier. Da sollen richtige Leute wohnen. Also richtige sind die anderen auch, ne? Und der Rest ist schon. Hier, das wären dann die blauen. So, das kriegen wir hin, das auch und das auch. Ja, komm, dann machen wir hier gerade zu Ende voll. Ich glaube, das war ja auch noch.
Und hier ziehen wir ein bisschen die Grenze rein. Na, guck mal, das geht da auch. Da können so kleine Kioske hin oder so, hä? Oh, da ist ein Einzelfleck. Da ist nur ein Doppelter. Oh, jetzt wird's irgendwie neblig. Muss ich ein bisschen ranzoomen, dass der Nebel weggeht, oder? Das und das. Und dann haben wir schon die Grenze gesetzt. So soll's sein, oder? Das lassen wir mal frei. Hier machen wir noch ein Zeichen hin, sozusagen, dass da das auch hin soll. Hier ist es auf der Außenseite. Ja, da haben wir... Ah ja, hier ist ja nicht schlimm, weil hier das dreckige Wasser ist. Hier müssen wir uns irgendwie anders noch... Hier vielleicht noch so einen Bogen mit der Straße. Dass wir da irgendwie so hinkommen. Ne, dann würde ich schon vorschlagen, das so zu machen, oder? Ja. So. Dann können wir hier noch Wohngebiet machen. Und hier auch nochmal. Und hier gehen wir nochmal her. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht hier auch was anderes zwischen. So, Feuerwehr und sowas. Könnte auch sein. Oh, guck mal, da fährt ein Zug. Ja, da müssen wir uns hier wegen Bahnhof und so noch kümmern, ne? Aber das ist ja noch nicht bruchreif. Oder? Da gibt's ja noch nichts, ne? Ne, das ist alles noch nicht auswählbar. Das kommt alles später erst. Erst ab 7.500 alles. Gut, okay, das haben wir. Dann gehen wir wieder zurück. Ja, jetzt müssen wir schauen, aber ich glaube, die kriegen schon irgendwie alle was mit Dingens Strom. Wasser noch nicht, ne? Aber Strom geht irgendwie. Wasser ist da, ach, hier noch nicht. Ne, das gefällt mir nicht. Das soll schon da einrasten, genau. So, und so. Und ja, von da, glaube ich, hoch bis nach dort. Ne, machen wir mal hier erst hin. Ah, der rastet auch wieder so doof ein. Dahin. Und wie kriegen wir das Wasser nach da oben? Ja, muss es dann hier quer durchgehen. Mache ich zwar nicht so gerne. Wenn die Leitungen mal kaputt sind, müssten Häuser abgerissen werden, aber das ist ja nur hier so und nicht im wirklichen Leben. Nein, das ist im wirklichen Leben so, nicht im Spiel, denke ich mal, oder? Hier müssen wir dann mal gucken, wie wir das mit dem Wasser weitermachen. Aber erstmal sieht's ja gut aus, ne? Hier können wir noch dort reinlegen. Ein bisschen noch länger ziehen, bis dahin. Gut. Stellt sich die Frage, ob wir genug Wasser haben. Ach so, die sehen wir ja hier, ne? Okay, ist es jetzt langsam an der Grenze, dass man da was ausbauen müsste. Mary Cook. Ja, schon wieder Feuer herbei. Okay, da müssen wir uns auch noch drum kümmern. Jetzt machen wir gerade den Bulldozer. Und welches Haus ist denn das? Das Eckhaus hier, ne? Verlassen, genau. Dann wird das dem Erdboden gleich gemacht, damit es nicht mehr verlassen ist, ne, oder? So, wo ist noch sowas? Hier oben natürlich, im Industriegebiet reichlich sogar. Und da müssen wir noch unbedingt was tun. Das weg, das weg, das weg. War schon alles? War wohl schon alles. Was steht da oben? Die Kapazität von der Mülldeponie und Friedhof ist begrenzt, nachdem die Kapazität erreicht ist. Wenn eine Mülldeponie über einen Friedhof einebnen möchten, müssen sie zuerst entleeren, okay? Ah, da brauchen wir Müllverbrennungsanlagen, Krematorien, um dann das loszuwerden. Ja. Gut, dann ist das schon mal klar. Das weg. Das kurz gucken ist voll. Gut, wir hatten aber schon ein zweites gemacht, oder? Das müssten wir hier anhand der Müllgeschichte hier sehen. Ah ja, hier ist er. Und das ist im Normalbetrieb aber auch schon 18% voll. Ja, kriegen wir aber hin, denke ich. Weitere Ansichten mal gerade. Ich glaube, da zoomen wir mal gerade raus, damit wir das mal alles ein bisschen besser beurteilen können von hier oben, oder? Können wir so, dann haben wir alles im Blickfeld.
So, Strom kriegen wir hier und da. Da hinten ist schon wieder ein Haus, was kaputt gegangen ist. Kümmern wir uns aber auch drum. Wie sieht's mit Wasser aus? Ist alles gut versorgt, glaube. Wasser reicht auch gerade die Kapazitäten. Die Straßen sind alle relativ grün. Das heißt, die Häuser werden auch von Müll befreit. Bildung, ja, da haben wir ein bisschen Schwierigkeiten. Hier fehlt's. Da oben weiß ich nicht, ob wir da brauchen im Industriegebiet. Eigentlich nur im Wohngebieten, oder? Und hier unten muss es dann natürlich auch noch wieder kommen. Oberschule haben wir, glaube ich, auch schon, ne? Sehe ich jetzt gar nicht. Ach so, wir haben schon sogar zwei Oberschulen. Da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Aber das passt. Die Abdeckung ist gut. Okay. Zufriedenheit der Bürger. Sieht insgesamt eigentlich ganz gut aus, oder? Könnte schlechter sein. Gesundheitswesen. Ja, da fehlt es noch an allen Ecken und Kanten. Müssen wir auch noch machen. Hier unten ist klar, weil neu. Hier muss auf jeden Fall auch noch was hin. Und dann hier wahrscheinlich irgendwie auch. Was haben wir denn hier? Stufen. Welche Stufen? Häuser. Gewerbegebietsebene. Oder was soll das heißen? Wohngebietsebene? Das wird Gewerbegebietsebene heißen. Okay, die haben wir da. Ist klar. Sieht ja schon ganz nett aus. Industrie ist immer Stufe 1. Naja, Wind pustet da überall. Kommen wir mit klar, denke ich. Verkehrsaufkommen, oh, unsere Haupttangente ist natürlich schon überlastet, ne? Da sollten wir dann drüber nachdenken, wie wir die besser organisiert kriegen. Da ist Verkehrsaufkommen ja schon hoch. Also muss eine Straße ausgebaut werden. Hier ist die Verschmutzung. Da oben ist klar. Da ist auch klar, da ist auch klar. Und hier unten ist das Abwasser, was dann hier unten sich verteilt. Okay. Dann haben wir hier die Verschmutzung, haben wir gerade angezeigt, ne? Oder? Achso, die haben wir jetzt ausgeschaltet. Alles klar. Lärmbelästigung ist natürlich auch vorhanden. Hier Windräder, 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 Industrie. Ja, da müssen wir mit leben. Und hier ist die City. Feuerwehr ist nur eine vorhanden. Müssen wir unbedingt eine zweite irgendwie in Angriff nehmen dann. Geld ist genug da, sollten wir vielleicht sofort machen, oder? Müsste hier irgendwo hin, ne? Wenn wir sie da hinsetzen, ja, das ist auch nicht schlecht und da ist noch frei. Denke ich mal, das sollten wir vielleicht tun, oder? Anders wäre hier, dann wäre da mehr. Wir können nicht überall löschen. Passt. Oh, guck mal, wie das schön grün wird. Okay. Sollen wir gleich hier unten auch noch eine hinsetzen? Ja, wahrscheinlich hier, an die Kreuzung. Da? Oder da? Ich glaube da. Da wird es auch noch reichen, ne? Ich glaube, wir setzen sie da hin. Das sieht gut aus. Können wir uns alles leisten, ja. So, dann gucken wir mal weiter. Kriminalitätsrate. Wir haben eine Polizei und die macht alles, oder was? Sieht eigentlich alles niedrig aus. Mit einer Polizeistation. Okay, lassen wir erstmal so. Ja, unsere Buslinien fahren. Müssen wir neue machen. Was haben wir hier? Bevölkerung. Ja, wächst und gedeiht. Senioren haben wir auch schon mittlerweile 16%. Das heißt, der Friedhof kommt bald auch dran. Was haben wir hier? Ausgehende Verbindungen. Ach so, das sind jetzt hier unsere Fachbereiche. Waldproduktion ist hier, aber auch da oben welche. Erzproduktion haben wir nicht. Agrarproduktion ist auch nicht. Waren sind auch nicht so wirklich, ne? Eigentlich sollten noch Waren irgendwo auch sein, ne? Das wäre hier der Kommerz. Doch, da einer. Einer macht was für auswärts. Ölproduktion ist auch nicht angesagt. Die anderen sind Ölproduktion hier, oder was? Kann man kaum erkennen, was das sein soll. Okay. Ja, hier sind die Bodenrichtwerte, wo was teuer ist. Ist klar, da in der City ist es teuer. Und Naturstoffe haben wir. Okay, da oben ist klar die Agrargeschichte. Hier unten ist das Öl.
Da müssen wir irgendwann nach Öl bohren. Sind wir aber noch nicht ganz drin. Hier vorne ist ein bisschen vielleicht, ne? Gut, was haben wir noch? Ach, das waren unsere Gebiete. Da müssen wir noch was machen mehr, denke ich. Und Freizeit. Freizeit ist schlecht. Das meiste ist rot von der Freizeit. Okay, da müssten wir vielleicht auch noch dran arbeiten, ne? Was ist das denn hier? Japanischer Garten. Das geht auch schon weiter. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber nur einer ist es, ne? Oder? Genau so ist es. Hier vielleicht so hin, oder? Ich glaube, dann müssen wir schon ein Haus abreißen, ne? Da nicht. Dann würde ich sagen, machen wir den mal dahin. Okay, aber irgendwie so richtig gebracht hat es das jetzt auch nicht. Oder kommt das noch? Ne, das kommt noch, alles klar. Gut. Gucken wir mal weiter. Was ist das? Park mit Bäumen. Oh, da jingelt's gerade. Oh, der ist groß. Der ist ja richtig groß, ne? Hier in der City. Das wär's noch, oder? Will aber irgendwie nicht einrasten. Das ist aber doof. Okay, dann Randlage. Komm, da kommt er hin. Super, hm? Okay, der braucht Strom. Ein Park braucht Strom. Ja, okay, für die Laternen, die da drin sind, an den kleinen Wegen, ne? Gut, okay. Dann würde ich aber erstmal auch sagen, soll es erstmal für die Folge wieder reichen. Ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.